Hallo liebes YouTube, hier ist mein erstes Unboxing-Video von DreamyBot D10 Plus von technikliebhaber.de. Ich muss am Anfang sagen, es ist kein Werbevideo, ich habe es nicht von der Firma oder von sonst wem gesponsert bekommen oder zur Verfügung bekommen. Das habe ich selbst für ein Jahr lang gemietet. Und möchte es testen, auspacken, einrichten, mit euch die Erfahrung teilen und euch aber auch mit mehreren Videos, was ich noch machen werde, sagen, was gut und was nicht so gut ist und was ihr beachten sollt. Ich bitte auch um Verständnis, das ist mein erstes YouTube-Video, wenn es noch nicht so profimäßig alles rüberkommt. Das ist die Anleitung, aber es ist eigentlich alles selbsterklärend. Es ist ein Ersatzstaubbeutel für die Absaugstation, weil das ist ein Saugroboter mit Wischfunktion und Absaugstation. Also der saugt auch automatisch den Dreck weg. Dazu muss man einfach diese Stromkabel hinten an den weißen Kasten anschließen. Und ein Beutel ist schon drin installiert und das ist eben der Ersatzbeutel, wo ihr seht auf dem Boden. Ja, in der Kiste ist dann noch der Wassertank mit ja, relativ wenig Platz eigentlich für Wasser. Mal schauen, wie weit man da in unserer 80 Quadratmeter Wohnung zurechtkommt. Das Mikrofaserbett kann man runternehmen, das zeige ich euch auch gleich, und wieder drauf glätten. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Es ist auch ziemlich fest dort und es hält auch gut und das kann man dann auch auswaschen. Ja, so sieht es aus in hellweiß. Klavierlack ist natürlich auch ein wenig empfindlich für die Kratzer, das ist ganz klar. Mal schauen, wie viel Kratzer da reinkommen noch im Gebrauch. Man muss da am Anfang links und rechts diese Plastikdinger rausziehen, weil das ist für den Bumper einfach, dass der dann wirkt und arbeiten kann. Ja, dann seht ihr eben die Räder, die beweglich sind, die eben auch leichte Erhöhung schaffen. Dann die Bürste kann man rausziehen, indem dass man die beiden Laschen drückt, nach oben zieht. Und dann kann man die Bürste rausnehmen und Haare und Dreck entfernen. Da ist auch ein Werkzeug mit dabei, im Staubsauger selber vorne. Ja, da kann man, das ist so eine Bürste und so ein kleines Messer, da kann man den Dreck dann ganz gut wegmachen. Ja, was seht ihr noch? Am unteren Saugroboter sind die Sensoren und die Absturzsensoren, genau diese hier. Und die Bürste, seitliche Bürste links, muss auch noch dann installiert werden. Das mache ich dann auch gleich. Oben ist der Laser, weil der Saugroboter geht eben per Laser. Das ist der, das Werkzeug eben, die Bürste mit dem Messer an der Seite. Und auch der Staubbehälter, den könnt ihr rausziehen, aber der hat eben diese Absaugstation, da könnt ihr den drin lassen, in den meisten Fällen nur ab und zu eben den Hebber, den weißen Papierfilter, muss man abklopfen, dass er es sich nicht zusetzt und dass er gut reinigen kann. Und eben diese Öffnungen sollen auch frei sein, nicht irgendwie mit Haaren oder Schmutz verdreckt sein, da muss man ab und zu mal danach gucken. Das ist einmal die Reset-Taste und einmal fürs WLAN, ob es verbunden ist, und auch der QR-Code für ein Smartphone, wo man verbinden kann. Das ist alles ziemlich simpel, das wird am Ende des Videos auch schnell gezeigt. Das ist der installierte Staubbeutel, wo schon drin ist, einfach nach oben ziehen und dann entleeren und den neuen wieder reinsetzen. Da sind auch die Pfeile nach unten gekennzeichnet, also ganz simpel eigentlich die Sache.
Inwieweit es gut jetzt halt raussaugt und so, das wird sich dann zeigen in der Erfahrung. Da habe ich aber ja gesagt, ich werde mehrere Videos auch noch machen und euch teilnehmen lassen, wie gut das Ding in Wirklichkeit ist, weil es ist immer viel Marketing und wie es wirklich daheim in den eigenen vier Wänden ist, das zeigt sich halt in den Tagen und Wochen. Da einfach die Bürste draufsetzen, bis es Klick macht, umdrehen, dann ist er eigentlich fertig. Das ist der Wasserbehälter, dem Bett einfach drauf, das wird so reingeschoben drauf und da Wasser zugeklickt, ja, keine große Sache, geht schnell, einfach und hält auch gut. Ja, was muss ich noch sagen? Das ist die App, die Dreamy-App aus dem App Store einfach herunterladen. Da muss man natürlich zustimmen wegen Datenschutz. Sonst geht die App nicht, sonst kann man es auch nicht verbinden mit dem Smartphone, den Roboter. Da muss man einmal zustimmen, dann muss man sich anmelden bzw. registrieren mit der E-Mail-Adresse und Namen. Das geht aber schnell, das war in einer Minute erledigt bei mir. Dann, wenn man angemeldet ist, kommt man auch direkt ins Menü von der App. Dann sieht man auch, wie viel er geladen ist. Er spricht auch, man kann auch einstellen, Englisch, Deutsch. Dann spricht er auch, in welchen Ladestatus oder ob ein Fehlercode ist. Also der spricht mit einem in der App, kann man das auch alles sehen. Dann erstellt er, weil er eben den Laser oben hat, stellt er eben mit LiDAR eben in der Wohnung einen Grundriss, wo die Möbel sind und wo er reinigen muss. Und dann kann man ihm genau sagen, die und die Fläche sollst du reinigen, die und die Fläche ist tabu für dich und die und die Fläche kannst du saugen und wischen oder nur saugen oder nur wischen, das kann man alles einstellen. Ja, zum einmaligen Einrichten muss man die zwei Tasten am Saugroboter gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt halten. Dann wird es WLAN mit dem Smartphone und euren Router verbunden. Dann kommt die Meldung am Smartphone. Der sagt dann auch, dass es Connecting ist. Das muss man einmal bestätigen. Zustimmen, bestätigen. Ja, und dann ist es eigentlich fertig. Keine große Sache. So, jetzt ist er fertig. Und dann sieht man auch, wie viel er geladen ist, wie lange er noch braucht. Und man kann auch die Zeiten einstellen, welche Zeiten er, also von 8 Uhr bis 10 Uhr darf er reinigen oder man kann auch einstellen, die Zeiten von 10 bis 8 Uhr abends, 10 bis früh 8 Uhr darf er nicht reinigen. So ist dann die App, wenn sie fertig ist. Das ist eben dann die Erklärung, dass nach links und rechts auch Platz ist und wie der Grundriss erstellt wird und wie es aussieht. Aber mehr dazu, wie auch die App funktioniert und wie er das nach der Karte reinigt, das erkläre ich euch dann alles in den nächsten Videos. Wenn er aufgeladen hat, wird er auch einmal durch die Wohnung fahren.